Und zack, der nächste, jawollo. Und im Idealfall ist es der nächste Zielfisch. Was suchen wir hier? Ja, einen der seltensten Fische. Naja, nicht ganz diese Schleie. Die artverwandte Schleie. Die suchen wir hier. Die Kwolsdorfski-Schleie. Mann, 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 was ein Name. Also schnell wieder raus hier mit den Ködern und hoffen, dass hier vielleicht noch ein bisschen mehr Schleiges reingeht. Na, habe ich jetzt da dran oder habe ich parallel gerade an beiden gezogen? Da bin ich aber auch manchmal ein bisschen, ne? Habt ihr das auch? Man zieht in der Mitte so mal ein bisschen. Ne, da ist wirklich einer dran. Und dann zieht man aus Versehen auch von der anderen Spur auch noch. Also, Kwolsdorfski-Schleie. Leck mich fett, Alter. Die Dorfski-Schleie. Die quollige Schleie. Ich habe auch noch keinen Namen dafür, ne? Die schmutzige Schleie. Die Dorfski-Schleie, Alten. Als Trophy. Das wäre doch der absolute Burner. Da hätte ich aber mal mega Bock drauf. Und das Teil ist gestern reingegangen beim Milano. Der hat die rausgezogen. Link zum Discord. Direkt unter dem Video. Da ist auch nochmal alles beschrieben von ihm. Wie er da geangelt hat. Wie sein Kescher aussah. Und ich versuche das jetzt gerade mal nachzumachen. In der Hoffnung, dass das Ding reinrasselt. Und bis jetzt muss ich sagen, die Schleie ist da. Erste Schleie, sofort die Kwolsdorfski-Schleie. Und danach bisher verschiedene. Also das waren jetzt Abendstunden, dann die Nacht. Jetzt haben wir quasi Morgenstunden. Es fängt so langsam erst wieder an. Wir sind nach wie vor bei warmen Wassertemperaturen. Ganz wichtig. Und das müssen wir offenbar auch in Zukunft jetzt für die Karpfengewässer extrem beachten, dass wir eben bei den Wassertemperaturen an unterschiedlichen Stellen wohl angeln, mit unterschiedlichen Ködern und so weiter und so weiter oder in unterschiedlichen Tiefen. Also, das ist wohl das A und O, denn es macht einfach gerade schon, also jetzt beim ersten Mal testen und seit ein paar Tagen haben wir hier das erste Mal am Kupfersee warmes Wasser, hatten wir vorher noch nicht und wir müssen offenbar einfach testen, wo und wie ändern sich die Spots? Müssen wir in unterschiedlichen Ebenen die Spots suchen und so weiter und so weiter? Also, es muss leider einfach weiter probiert werden. Was das ganze Karpfenangeln nochmal auf ein ganz anderes Level anhebt. Das macht das Ganze nochmal viel, viel, viel schwieriger, weil wir jetzt eben auch. Naja, zum einen können wir nicht sagen, okay, der Spot hat vor ein paar Tagen funktioniert, jetzt haben wir aber auf einmal ganz andere Wassertemperaturen, jetzt läuft der bestimmt auch, wahrscheinlich eher nicht. Also, das wird jetzt richtig, richtig tricky. Wir haben heute im Stream auch schon gesehen, dass sich die Temperaturen zumindest jetzt bald wieder drehen und wenden. Wir haben hier demnächst bald wieder Normaltemperatur, freut euch drauf. Altbekannt normal, also Bernie scheint hoffentlich ab heute, wenn das Video rauskommt, also ab heute wieder auf normal zu sein und auch am Bärensee ändert sich was, nicht mehr so lang, dann wird es am Bärensee kalt und dann ist natürlich auch die Frage, wie lange bleibt das jetzt mit diesen Phasen, wie viel sind es mehrere Tage am Stück oder nicht, ich finde Tage gar nicht so schlecht, denn man braucht ja auch ein bisschen Zeit, um sich darauf einzustellen und um zu testen, wie ist das jetzt mit den Wassertemperaturen? Bleibt man jetzt an einem Spot, den man halt kennt mit Normaltemperatur? Geht man vielleicht auf eine Spotsuche, sucht was anderes jetzt hier, vielleicht dann in kalten Temperaturen und so weiter oder auf warm? Also es braucht ja tatsächlich ein bisschen Zeit. Und wenn wir uns überlegen, wir hätten super schnelle Wechsel innerhalb von einem Tag, dann wird's tricky. Dann wird das Ganze ziemlich tricky. Und dann geht der nächste rein. Ich mache mal mittlerweile Futter runter. Und dann gucken wir uns hier alles im Detail an. Na, ich werfe nochmal neu aus. Der war mir zu weit links rüber. Ich werfe gerade zu diesem Baum dahin. Zack. Diese Dreierkombi. Normal hier, was ist das? Keine Ahnung, eine Linde oder was weiß ich, eine Eiche und dann die Birke und dann wieder sowas. Also einfach raus damit. Zack. Jawollo.
auf 15 Meter geklebt. 15 Meter ganz entspannt. Und Achtung, 15 Meter, also nicht hier direkt an der Waderkant. Nee, 15 Meter hier einfach hier oben den Rodpod draufgestellt. Da vorne kann man ihn gar nicht hinstellen. Also von hier gedacht 15 Meter. Da ist also, wenn ihr euch hier hinstellt ohne Rodpod und einfach runterlasst auf 15 Meter, macht vielleicht eher auf 12 Meter. Also lieber ein bisschen weniger, nicht ganz so weit raus und gut ist. So ganz weit fliegen die Dinger nicht. So, also, oha, Karausche, die hatten wir aber bisher noch nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht schon überfüttert. Es sind schon einige Futtermischen reingegangen. So, zack, wieder raus. Also, einfach bis da vorne locker flockig hin. Und wieder raus. Ich überlege auch schon, ob ich hier nochmal ein bisschen feiner reingehe. Ich hatte ja zuletzt hier schon ein bisschen rumprobiert und war mit 6,8 Kilo unterwegs. Hatte sofort eine deutlich höhere Frequenz. Und vielleicht gehe ich auch hier gleich nochmal deutlich feiner rein. Weißt du was, das könnte man gleich mal testen auf dem dritten Setup. Denn das dritte Setup liegt hier gerade die ganze Zeit entspannt rum und reagiert gar nicht mehr. Das heißt, also ich habe jetzt gerade die ganze Zeit Reaktion auf 1 und auf 2 und auf der 3 schon länger nicht mehr. Das heißt, wir machen hier jetzt einfach mal den Test. So, wir bleiben hier genau so wie alles andere auch. Futtermische gucken wir uns gleich im Detail nochmal an. Aber hier vom Vorfach gehen wir mal runter. Deutlich feiner und kleiner rein. Nehmen wir mal hier 40 cm 13, das ist doch nice. 40 cm Länge, 13,8. Dementsprechend gehen wir natürlich direkt von der Bremse runter auf Nummer sicher und dann wieder auswerfen hier. Zack, auf die 15 Meter. Und dann bin ich gespannt, ob hier vielleicht doch noch ein bisschen eher die Reaktion passieren hier drauf. Ist das Ganze jetzt ein High-Frequent-Spot? Nope, bisher ist es das nicht. Ich habe auch bisher noch nichts anderes getestet als exakt das, was gerade schon im Discord steht. Also, das ist exakt von der Futtermische und auch von der Köderkombi exakt das, wie der Milano hier seine Trophy-Schleie gefangen hat. Also, von daher kein Riesenunterschied, aber ich will natürlich noch testen. Und wenn du Bock hast auf Testen, gerne auch testen und auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben, welche Köderkombi oder leichte Abwandlung vielleicht auch funktioniert hat. Ich hatte jetzt zuletzt nochmal getestet, schön auf Sahne und habe halt in der sahnigen Welt einfach mal immer so eine kleine Komponente geändert. Also Sahne und dann eben mit Karamell, mit Banane oder. Also verschiedene Komponenten dann doch nochmal ein bisschen mit untermischen. Also komplett auf Sahne, aber eben ein i-Tüpfelchen, so einen kleinen Kicker hier eben nochmal mit rein, in das Setup gebaut. Und gerade wenn wir hier mit Pop-Up-Rigs unterwegs sind, können wir das natürlich super testen mit dem Pop-Up-Mais. Also, wir haben hier die schöne Basis, einfach mal den süße Sahne-Boily und den Sahne-Dip. Und dann kommen die Variationen. Also, ob wir jetzt ein Karamellkörnchen nehmen oder halt, wie gesagt, eine Himbeere oder. Also, da einfach Variationen ausprobieren. Noch eine Möglichkeit, weil wir ja auch unterschiedliche Farben haben beim Sigrig. Irgendwas müssen auch die Farben zu tun haben. Also, auch nochmal eine Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, wir nehmen hier einfach mal eine andere Farbe als Maiskorn, vielleicht neutral, und machen das Ganze dann einfach hier auch mit diesem Sahnedip sahnig sozusagen. Also auch da können wir noch sehr viel variieren und rumprobieren. Das Game ist, glaube ich, noch lange nicht erforscht. Ich glaube, wir haben noch ganz, ganz, ganz viel zu testen und zu tun und zu probieren. Ja, vom Spot her, manche haben es vielleicht schon erkannt. Viele sind wahrscheinlich gar nicht bis hierhin gekommen, weil sie einfach hier schon links abgebogen sind und wie automatisch gesteuert immer hier zu 56-60 marschiert sind. Hier stand ich ja auch schon mal eine Zeit lang, auch hier waren schon Schleien und hier standen auch schon einige. Gibt es auch schon ein paar Spots im Discord zu, auch hier mit diesen 15 Metern. Habe ich auch schon mal eine Zeit lang getestet und jetzt, wie gesagt, ist hier bei warmem Wasser die Schleien-Trophy nochmal reingegangen. Und ich will diese Schleien-Trophy. Das wäre doch der absolute Burner. Das wäre der absolute Burner. Also, ich werde auf jeden Fall weiter testen. Hier, zack,
die nächste Schleie. Also die Schleie ist da. Die Schleie ist auf jeden Fall da. Die Frage ist, wann kommt die Kwolsdorfski? Wann kommt die Dorfski-Schleie? Das ist halt jetzt das A und O. Also, da zu dem Baum wollen wir werfen. So sieht das aus auf der Map. Wir stehen also ganz oben. Hier ist die Map zu Ende. Am Rand der Map sozusagen werfen auf 15 Meter. Wir wissen ja, 25 Meter ein Kästchen. Also die Hälfte sind wir bei 12,5. Also wir landen irgendwo hier in der Area bei 12 Meter. Ist das der Hammer? Wie klein das hier aussieht oder wie groß das hier aussieht oder nee, wie groß das eigentlich hier aussieht. Dabei ist das hier quasi nur bis hier vorne hingeworfen. Das ist gar nicht weit, ne? Aber wir sind halt die großen Maps immer gewohnt und hier ist alles eben richtig, richtig klein. 15 Meter, also hier grob in dieser Area. That's it. Köder-Kombi. Gucken wir natürlich rein. Also, 1er Haken hier. Mit süße Sahne 16 und Sahne weiß und Sahne Dip. Also Kunstmais in weiß mit Sahnearoma, süße Sahne 16er Boilie und die Sahne als Dip. Und das Ganze hier dreimal, also ohne Unterschied. Hier gibt es natürlich auch wieder die Möglichkeit zu variieren. Grundmontage, Pop-Up-Rig natürlich, also sinkende Boilies, Pop-Up-Rig oder natürlich auch die Kombination, dass man hier das vielleicht einfach kombiniert mit Snowman-Rig. Also zum einen eben sinkende Boilie oder leicht aufsteigend. Also hier können wir ganz, ganz, ganz viel noch variieren. Ich glaube, dass wir hier auch, wenn wir diesen Spot vielleicht einfach mal komplett mit Sahne fluten, dass wir hier bestimmt irgendwo auch noch ganz andere Ergebnisse rausbekommen. Von daher Attacke Vollgas, ab an so einen Spot und testen, testen, testen. Gerade solange das eben jetzt hier noch warm ist und offenbar hier bei warm immer noch ganz gut funktioniert. Ich gehe jetzt auch hier mal runter, weil irgendwie will es auf der anderen Kombi gerade nicht. 40 cm, 13,6. Ich gehe jetzt einfach mal runter. Bremse natürlich auch schön, oh, auf der 1 auch. Bremse schön runterstellen. So, zack. Runter damit. Jetzt sind wir hier schon zweimal auf 13 Kilo Set. 13 Kilo doch absolut ausreichend für eine olle Schleie von 5, 6 Kilo. Von daher können wir da auch relativ klein reingehen. Nächste Schleie. Also die Schleie ist da. Die Schleie ist da. Und von daher werden wir doch bestimmt auch irgendwann hier die Kwolsdorfski-Schleie abhaken können. Ich bin da schon ziemlich sicher. So, direkt wieder raus damit, auf die 15 Meter entspannt, jawohl. Und jetzt haben wir hier alle drei Routen auf nur noch 13 Kilo Vorfach geflochten. Und ich denke, ich werde im nächsten Tag erst, also ein Tag, das lasse ich jetzt erstmal so, aber am nächsten Tag werde ich erst reingehen und dann gleich, wie gesagt, andere Kombinationen machen. Futtermische natürlich auch noch, wir sind hier komplett auf Sahne. Und zwar ist es hier die volle Sahne-Futtermische. Hier ist das Ganze. Komplett eben auf Maisbasis, weil Mais auch immer gut ist für Schleie. Also bleiben wir natürlich beim Mais. Süße Sahne, 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 Sahne. Komplett auf Sahne. Und die relativ kleinen Partikel dabei. Also einfach nur mit süße Sahne 3, 6, 4 und 10. Also hier diese kleineren Partikel. Andere Möglichkeit wäre natürlich das Ganze nochmal mit einem geschredderten Boilies, vielleicht sogar geschredderte Sahne Boilies Soluble. Das einmal schreddern, nochmal mit rein, um einfach auch nochmal die Chance zu haben, etwas größere Fische anzulocken. Denn große Partikel locken große Fische. Dann allerdings natürlich wie immer mehr aufpassen, wie viel Futtermische man reinwirft, damit so ein Spot auch nicht überfüttert wird. Zack, na guck. Jetzt geht hier auch was auf rechts außen. Da war die ganze Zeit Flaute. Und jetzt geht auch tatsächlich hier, oha, direkt eine schöne Schleie mit rein. Auf 13 Kilo sogar nur. Na, das passt doch schon ganz gut. 3,2 Kilo. Also, die Schleien sind da. Nach wie vor macht das schon Bock.
Und ich würde sagen, das ist hier mehr als eindeutig. Komplett gutes Schleinergebnis. Okay, eine Karausche. Aber genauso auch eine Kwolsdorfski-Schleie. Und mit ganz viel Glück wird irgendwann die Trophy reinballern. Bei der guten Schleienfrequenz wird irgendwann auch die richtige, the one and the only, die Schleie, die wir haben wollen, die wird irgendwann reinballern. Ich bin gespannt, ich ziehe jetzt einfach noch ein bisschen weiter durch. Ja, Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream, montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr live auf YouTube und demnächst, nein, live auf Twitch und demnächst auch wieder auf YouTube. Dauert gerade noch ein bisschen. Ich tüdel da gerade im System noch ein bisschen rum, dass das auch alles wieder stabiler läuft. Bis dahin.